Ein paar Tipps und Infos zum nicht so guten Event im Vergleich zum Sternenstaub-Event, welches heute 22 Uhr starten wird, nämlich das Wasserfestival. Wie kann man die Gewässer ausfindig machen? Vielleicht Vesprit in der Wildnis und so weiter. Dann auch noch Heißluftballonsichtung in Köln. Und welchen Kumpel kann man jetzt vielleicht nehmen? Was lohnt sich da? Im Hintergrund war ich übrigens bei einem Wasserbiom, also Wien ist generell ganz gut, werde ich später noch zeigen. Ich habe versucht, einige Wasser-Pokémon zu fangen in der Nähe des Stadtparks und so weiter. Es gab übrigens auch kürzlich eine Neständerung. Mal schauen, ob um 22 Uhr heute wieder eine forcierte Neständerung stattfindet, sodass zum Beispiel Schmerbenester, Kanivania-Nester, dass die dann entfernt werden. Mal schauen, muss nicht sein, bei Pikachu mit Hut und so ist das aber häufig der Fall. Okay, wer gerade auf der Gamescom in Köln ist, habe ich ja schon gesagt, mehr Team Go Rocket Stops. Ich beneide euch, denn die mag ich auch ganz gerne, aber Sichtungen von einem Team Go Rocket Heißluftballon. Ich vermute zwar nicht, dass es da irgendetwas mit Giovanni, dass da irgendwas passieren wird. Der fehlt ja auch noch. Giovanni wurde gespoilert, geteasert, häufig sogar, aber wir haben den noch nicht. Jetzt ein Heißluftballon in Köln. Also haltet die Augen und Ohren offen. Wenn schönes Wetter ist, vielleicht einfach mal gen Himmel schauen und vielleicht findet man da ja was. Ist aber, glaube ich, nur so ein kleines Goodie und kleines Gimmick, um die häufigen Team Go Rocket Stops zu untermalen. Dann sind Grafiken mit dem neuen Update auch aufgetaucht zu neuen Outfits. Bedeutet nicht, dass die unbedingt demnächst kommen, aber warum würde Niantic solche Outfits designen, wenn man die nicht irgendwann erhalten sollte? Sehen schon ganz nett aus, muss ich sagen. Und wenn ich raten müsste, sollten sie kommen, dann vermutlich gegen Bares. Okay, das mal dazu. Kommen wir zum Wasserfestival 2019. Am Freitag 22 Uhr bis nächsten Freitag auch 22 Uhr. Und die Boni nochmal ganz kurz zusammengefasst. Mehr wilde Wasser-Pokémon und zwar, je nachdem, ob man in der Nähe von einem Gewässer ist oder nicht, dazu komme ich nämlich gleich noch, Carpador, Felino, Weilmeer, Shillock, Quapsel, beziehungsweise im englischen Beitrag steht sogar Quapuzzi, Golking, Lapras, Baldorfisch, Loturzel, Barschwa, Mantax, Plinfa, Bamelin, Finneon und weitere. Und ein paar, wie zum Beispiel eben die Entwicklungen, Shillock, Quapuzzi, Golking oder seltene wie Lapras, die sollen in der Nähe von Gewässern auftauchen. Und ich muss ehrlich sagen, weil wir am 28. August auch die Raid-Stunde mit Vesprit haben und das Seentrio offiziell in der Nähe von Gewässern auch auftaucht, könnte ich mir gut vorstellen, dass es eine geringfügig erhöhte Chance gibt, dass man Vesprit vielleicht in der Wildnis auch finden und fangen kann in dieser gesamten Woche. Dann Raids und Eier mit Wasser-Pokémon, die doppelten Bonbons für das Brüten von Eiern, Krabhammer für Kingler und Krebotak, halbierte Distanz für Wasser-Pokémon als Kumpel und Shiny Schmerbe und Shiny Kanivania eingeführt. Mal zu dem einzigen Bonus, den man wirklich hat, die doppelten Bonbons aus Eiern. Ich muss sagen, sollte nicht herauskommen nach ein paar Tagen, dass vielleicht irgendwie eine enorm hohe Shiny-Chance aus den Eiern ist, dann wäre meine Empfehlung, die gekauften Brutmaschinen ganz klar sparen. Denn die doppelten Bonbons aus Eiern, ja, wäre vielleicht ganz nett, weil das zählt für alle Pokémon, nicht nur für Wasser-Pokémon, aber es wird vermehrt Wasser-Pokémon aus Eiern geben. Angenommen, man brütet ein Kaumalat aus. Klar, das wird sich dann lohnen, aber schafft man es wirklich in der Woche, ein Kaumalat auszubrüten? Ich würde mir die Brutmaschinen, wie gesagt, aufsparen, denn wir bekommen beim Ultra-Bonus sehr viele Dinge, wo es um Eier geht, mit halbierter Eidistanz auch, wo wir zum Beispiel die regionalen Shinies in 7 Kilometer Eiern haben, wo wir Incognito Ultra-Buchstaben in den 10 Kilometer Eiern haben. Also wer nicht so viel Geld ausgibt oder gar kein Geld, ich würde mir die gekauften Brutmaschinen aufheben, nicht jetzt verwenden, dieser Bonus. Das lohnt sich fast gar nicht. So, dann die halbierte Kumpeldistanz für Wasser-Buddies. Da gibt es eine sehr schöne Liste von The Sylph Road. Welche Pokémon-Familie benötigt wie viele Kilometer? Und wir haben bei den 1-Kilometer-Pokémon, sage ich jetzt alle Wasser-Pokémon, Carpador, Weilmeer, Remoraid,
und Schmerbe. Kabadon und Weilmeer sind Pokémon, die 400 Bonbons für die Entwicklung benötigen. Kabadon zu Gyarados haben wir schon in einer Spezialforschung. Weilmeer zu Wailord haben wir noch nicht als Spezialforschung. Da könnte man zum Beispiel spekulieren, dass man sich 400 Bonbons irgendwann aufhebt. Sollte das mal kommen, muss man aber nicht. Also entweder, wenn man unbedingt einen Wasserbuddy möchte, man nimmt Carpador wegen der Spezialforschung, wenn man da noch nicht fertig ist, oder aber auch, weil Gyarados ein solider Wasserangreifer ist, muss man sagen. Oder man wählt eventuell doch ein Schmerbe, weil es eventuell sein kann, dass man eine Feldforschung bekommt, entwickle so und so viele Schmerbe bzw. Kanivania. Und einem ansonsten da irgendwann die Bonbons ausgehen. Und ansonsten, Velsa, also die Entwicklung von Schmerbe, ist ganz nett im PvP wegen der Typkombination. Jetzt mit diesen Variablen, die auf kompetitives PvP hindeuten. Vielleicht interessant, dass man sich da schon ein bisschen vorbereitet. Und weil man eben wer die 400 Bonbons nicht hat. Ich werde vielleicht auch mit irgendeinem Wasserkumpel rumlaufen, mit einem 1 Kilometer mäßigen. Ansonsten lasse ich einfach nur noch kurz flott die Liste durchlaufen. Was man vielleicht noch machen könnte, außer einem 1 Kilometer Buddy? Ein legendäres Pokémon. Die benötigen normalerweise 20 Kilometer. Im Event dann eben 10 Kilometer, wenn man ein legendäres Wasser-Pokémon nimmt. Und wir haben da zum Beispiel Suicune. Oder aber Kyogre. Und für Kyogre, das würde sich schon anbieten und lohnen, muss ich sagen. Also, ich habe zwar noch nie selbst ein legendäres Pokémon als Buddy genommen, jedoch wäre das logisch. Irgendwie, wer keine Sonderbonbons hat, die er da reinstecken kann, aber trotzdem ein Kyogre pushen möchte, das wäre eine Überlegung wert, würde ich mal sagen. Kommen wir jetzt zu dem Bonus, wo noch seltenere Pokémon in der Nähe von Gewässern auftauchen sollen. Wien ist richtig genial, denn wir haben viele Gewässer. Manche sogar, die sieht man nicht, aber in Wien fließt die Donau durch, wir haben die Donauinsel, wir haben den Donaukanal, der recht weit in die Innenstadt sogar geht und ich kann sagen aus Erfahrung, überall dort in der Nähe gibt es auch häufig Wasser-Pokémon bzw. sogar Dratini, was auch ganz nett ist, also ab und zu jetzt nicht extrem häufig. Dann durch den Stadtpark hindurch und dort gibt es einen kleinen Teich und wir haben einige Brunnen. Wichtig ist jedoch hierbei jetzt die Karte, die ich hier einblende. Das muss auf OpenStreetMap eingezeichnet sein. Anders kann Niantic das nicht wissen, denn die verwenden momentaner Wissensstand die Daten von OpenStreetMap seit irgendwie 2017 und mit einer Suchanfrage, das ist ein bisschen kompliziert, über ein Programm wie zum Beispiel über ein Tool namens Overpass Turbo kann man sich alles anzeigen lassen. Oder auch, wo ist eine Brücke? Wo ist hier ein Spielplatz eingezeichnet? Eine Kirche? Sämtliche Gebäude kann man sich hier anzeigen lassen und alles, was eben auf der Karte markiert ist. Und ich habe hier ein paar bei einer Suchanfrage eingetragen. Hier Fluss zum Beispiel, Gewässer, Teich. Einfach ein paar Dinge, von denen ich vermute, dass das Niantic eventuell hernehmen könnte. Und im Stadtpark haben wir da Gewässer, was sich mit meiner Beobachtung deckt, weil wir da häufig Wasser-Pokémon auch finden können. Dann gibt es so einen richtig feinen Cluster-Spawn, den habe ich schon ein paar Mal gezeigt, mit einer riesigen Fontäne. Der Hochstrahlbrunnen ist jetzt sogar endlich ein Pokéstop geworden. Und dort gibt es auch immer einige Wasser-Pokémon, auch ohne Event. Und ich sag mal, wenn man solche Stellen hat, dann vermute ich, dass dort auch im Event eher diese besseren und selteneren Pokémon, die genannt wurden, auftauchen werden. Und eben, vielleicht, das wäre meine Vermutung, Vesprit, weil es gab am Anfang zum Release diesen Hype irgendwie, da hat mal weltweit jemand hier ein Vesprit gefangen und da vielleicht ein Tobots und dort ein Selfe, aber das hielt sich wirklich in Grenzen und vielleicht 0, ganz viele 0, 1% aller Spieler haben mal sowas wild gesehen. Würde jedoch Sinn ergeben, finde ich, das bei einem Event zumindest kurzfristig zu machen, dass die wirklich häufiger bei Gewässern auftauchen. Man muss jetzt nicht, ich weiß nicht, zum Neusiedlersee und in den See, ganz in die Mitte oder so, da taucht erfahrungsgemäß sowieso nichts auf, aber in der Nähe von Seen, ich glaube, darum geht es.
Gut, also ich glaube, das ist ein Event, wo man ein bisschen seine Ressourcen, seine Premium-Items sowie auch die Kräfte im echten Leben sparen kann, wenn es dann irgendwann so richtig losgeht und man zum Beispiel ein Inkognito ausbrüten möchte, die regionalen Pokémon oder was auch immer. Ich werde es gemütlich angehen, definitiv, aber so ein bisschen Vesprit in der Wildnis suchen, darauf hätte ich schon Lust. Also, für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.